Hallo und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, Mission Brücke abgeschlossen. Und jetzt mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal back to the Unterschlupf. Und dort schauen wir uns jetzt mal dieses Scope nochmal an, was ich im letzten Part angesprochen hatte am Ende. Weil das ist an sich mega geil. Aber, ja, ich weiß nicht. So. Hier unten, das hier, mal 34. Das ist halt wirklich mal ein geiles Scope. Und vor allem von mal 4 bis mal 34. Das sind halt so geile Einstellmöglichkeiten, die man hier hat. 8, 16, 32. Ist nicht so geil, finde ich, wie das hier. Boah, ist das cool. Ich glaube, ich hole mir das dann als nächstes. Ja, ich hole mir das als nächstes. Jetzt muss ich ja erstmal Schalldämpfer reparieren und so weiter. Ein bisschen Munition nachrüsten. Scheiße, das war die falsche Taste. Ja, da 4 Schuss, da 9 Schuss. Okay. So, dann hier habe ich ja nichts gebraucht. Hier auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich die nächste Mission. Ich meine, wir sind wieder voll ausgestattet. Voll ausgerüstet. Den Chincha retten. Dann machen wir das mal. Ob die damit Raquel meinen? Bestimmt. Okay, wir haben eine Ladesequenz. Sprich, wir sehen uns gleich wieder. Servus. Sie müssen Raquel dort rausholen. Wir können nicht wissen, was sie hier antun. Flossdorf ist ein manipulatives Schwein und sollte erbärmlich sterben. Aber sie ist für ihn ein wichtiges Gut. Er würde ihr nichts antun. Das könnte eine Falle für dich sein, John. Das muss ich riskieren. Begib dich hinein und komm so schnell wie möglich wieder raus. Wäre hilfreich, wenn du durch Wände laufen könntest. Ich tue, was ich kann. Ende. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, dass wir hier so ein Hackmack machen wegen dem Ginger. Nein, Spaß. Also, falls ihr rothaarig seid, dann tut's mir leid. Bitte alles nicht so ernst nehmen. Ich mein's nur als Scherz. Ja, wie gesagt. Jetzt müssen wir hier Raquel finden und retten scheinbar. Bleib unentdeckt, treff dich mit Lydia. Okay, erstmal mit Lydia nahe der Silos treffen. Mal schauen, was die uns noch so zu sagen hat. Lydia ist unsere hübsche blonde Hackfreundin. So, aber bis ich da bin, gibt's jetzt wieder einen Cut. Silos, viele tote Winkel. Ohne Scharfschützenunterstützung kann man da nicht reinschleichen. Stimmt, deshalb bin ich ja da. Hier Baby? Gibt es viele Patrouillen. Du solltest auf die Hügel. Und du? Ich werde mich schon mal umsehen. Alles klar. Verstanden. Ich werde übrigens vorsichtig sein. Danke für deine Besorgnis. Ah, oh. Ja. Ich dachte, Vorsicht ist selbstverständlich. Nice. Jetzt muss ich da hoch. Alter, die Rückseite des Komplexes ist weniger bewacht. Da sollten wir zuschlagen. Klassischer Hinterhalt. Verstanden. Okay, ich muss ja irgendwie da hochkommen. Dann fahre ich aber mit dem Auto. Weil das geht wesentlich schneller. Zumindest so weit wie ich komme. Und zwar genau bis hier. Hä? What the fuck? Ich bin aus dem Auto ganz normal rausgesprungen und sterb? Ja moin. Naja gut, der letzte Kontrollpunkt war ja jetzt eh bei ihr. Denke ich zumindest mal. Und von daher ist es ja nicht schlimm, dass wir jetzt verreckt sind.
Aber trotzdem weird. Ja. Oh ja, jetzt habe ich hier auf meiner schönen Glock 21 einen Schall. Die Rückseite des Komplexes ist weniger bewacht. Da sollten wir zuschlagen. Klassischer Hinterhalt. Verstanden. Hauptsache, der eine Typ hat mich gerade fast gesehen. Komm. Okay. Ja, ich werde schon hier auch lang kommen. Hoffe ich zumindest. Ich sag dazu jetzt mal gar nichts. Absolut gar nichts, sage ich dazu. Ja, die haben schon mal mitgedacht, weil die dachten, ja, da fällt jeder runter. Alter. Gut, dann gehen wir eben da außen rum, dann sollten wir gleich hochkommen. Wobei, da kommt man gar nicht hoch. Gut. Also müssen wir doch da lang. Mann. Sag's doch gleich. Nochmal will ich aber nicht runterfallen, bitte. Echt fresh. Ja. Hä? Ich check's nicht, ohne Scheiß. Achso, ich hätte da runterklettern sollen und hier wieder hochklettern sollen. Das ist, glaube ich, so der Ziel der Mission. Oder des Missionsgebiets hier. Scheiß drauf, hier soll ich hochkommen. Ja. Egal, wir sind oben. Alter, die Mission läuft einfach schon ewig und wir sind noch nicht mal an unserem Punkt, wo wir snipen sollen. Läuft bei uns. Das mache ich ganz souverän, ganz locker, flockig. Komm, halt dich fest. Komm, da hoch. Und jetzt da hoch. Genau. Alter, das ist so weit. Mann, das sah gar nicht weit aus. Und jetzt ist es ewig weit und ich wollte hier mit dem Auto hinfahren. Ich Idiot. Naja gut, ich konnte ja auch nicht wissen, dass man jetzt so weit klettern muss. Ich dachte, das ist ein schöner Bergpass, wo man hier wandern gehen könnte. Wo man dann halt auch notfalls mit dem Auto durchkommt. Aber nein, hier muss einfach Bergsteiger sein. Hier, so ein Pass hätte ich hier mir erwartet. Da könnte ich ja auch mit dem Auto langfahren. Mann, Mann, Mann. Alter. Okay, jetzt sind wir endlich da. Deine Drohne könnte helfen. Ich vermute fast, sie wird hier versteckt sein. The fuck? Ja, moin! Das ist die größte Anlage, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und da soll ich jemanden finden, eine einzelne Person. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? CI Games, ist das euer Ernst? Kann es sein, dass hier irgendwie gar niemand draußen rumläuft? Da ist irgendwo ein Sniper drauf, ja. Da ganz oben ist einer. Ja, da. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hier schon überall war und wo ich noch nicht war. So riesig ist das Gelände. Gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen Überblick, aber... Überleg mal, wo überall jemand sein könnte. Rein theoretisch. So... Da unten ist wieder einer. Da ist noch einer.
Nein, was mache ich? Ich Idiot. Oh, ich wollte nur ranzoomen. Vor bei jedem anderen, bei jeder anderen Mission, beziehungsweise bei jedem anderen Missionsgebiet. Nachdem du dich gemütlich umgesehen hast, habe ich einen Feind gefangen und ausgequetscht. Jetzt wissen wir, wo sie Raquel haben. Alles klar. Freut mich. Aber, wie gesagt, hier muss man einfach ewig weit fliegen, um wieder zum gleichen Zielort zu kommen. Hier zeigt es mir schon an, dass ich zu weit von meinem, von mir selber entfernt bin. Ich meine, wo sind wir hier? Okay, Raquel ist scheinbar da hinten. Ich fliege trotzdem noch rum, wie gesagt, ich muss Leute spotten. Und gleichzeitig aufpassen, dass ich von keinem scheiß Scharfschützen gesehen werde. Ja, ich sehe sie. Okay, ich begebe mich in die Basis. Kümmere dich um die Scharfschützen auf den Silos. So lange, bis die Batterie leer ist, fliege ich jetzt hier noch rum. Vielleicht noch jemand? Okay, scheinbar nicht. Alright. Dann würde ich sagen, let's do this. Aber erst im nächsten Part. Voll assi, ich weiß. Aber das würde sonst zu lange dauern. Wir haben jetzt schon mal alles erkundet. Wir wissen, wo Raquel steckt. Und zwar da hinten. Aber wir müssen jetzt erstmal hier die Sniper ausschalten. Und es wird einige Zeit, denke ich, dauern, bis hier alle weg sind. Und deshalb sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.